sitzt du vom Fernseher und fängst dann selber an zu sammeln. Ja. Wenn Staubsauger dann mit dir redet. Ja. No, no. Ich glaube, wenn jemals im realen Staubsauger mit dir redet, dann solltest du die Drogen absetzen. Ja, oder mehr nehmen, dass es aufhört. Ja. Ja gut, wenn du mehr nimmst, dann siehst du vielleicht rosa Elefanten oder so. Das ist ja auch noch eine Maßnahme, ne? Keine macht den. Nee, lieber denn. Also ganz ehrlich, bevor ich mir Drogen reinpacke, ne? Ich lieber ein Bier oder rauche eine Zigarette mehr. Wobei das ja auch Drogen sind, aber das sind. Andere Drogen, weißt du? Ja. Oder was würdest du lieber? Zigarette oder Drogen? Wenn du jetzt, so wie ich, Raucher wärst, dann klar, du würdest auch eher Zigarette nehmen, ne? Würde ich eine Zigarette empfehlen, ja. Oder ein Bier. Ja. Aber wenn man auf nichts steht, es gibt zwar ja Leute aufgeben, die weder rauchen noch Alkohol trinken, dann hat man ein Stück Schokolade. Gib mal raus auf dein Drescher gepimpt da. Jetzt bin ich auch gleich fertig. Jetzt habe ich nur eine halbe Reihe. Ja, ich tank dich ab und dann fahre ich den Scheiß gleich weg. Dann kannst du die Pacht wieder auflösen. Ja. Die Stoppeln sind auch so kurz, ne? Die sehe ich hier gar nicht. Ja, doch, ein Teil. Ja, das, was du da jetzt stehen hast, kann bleiben. Die paar Pflänzchen da. Krieg ich das noch rauf auf meinen Hänger? Also, du musst dich richtig hinstellen. I break together. Wo muss ich denn hin? Zu blanker Hand, ne? Weiß ich nicht. Da, wo der Preis besser ist. Du hast gesagt, blank the hall. Ja, ist da, ja. So. Oh, ist gleich voll. Ah. Du gleich leer. Ich hab noch 30. Ja, war nicht. 24% habe ich noch. Ja, dann kommen wir mal hinterher gefahren. Ich fahr mal mein Rohr wieder zurück. Ja, fahr dann Dödel mal wieder an. Ich finde, das ist wenigstens ein Gerät. Ja, also steht immer wieder eins. Ne? Der Drescher meine ich. Dann gibt das Feld mal wieder zurück. Feldach wurde gekundigt. Ah, das ist gut. Gekundigt. Ja, gekundigt, ja. Vitali, hast du den Wodka dabei? Nee, Wladimir. Ich hab nur Milchschnitte. Ja, Wladimir. Ja. Kuhflan in mir. Den muss man ordentlich abkoten hier. Ja, das wollte ich auch noch zeigen. Schweinestall, oder? Nee, was anderes. Das habe ich dir doch gestern erzählt, was ich dir zeigen wollte. Ich habe es gestern doch noch gefunden. Na so, und wo ist das? Das ist da, wo der Dingswagen steht. Der Viehwagen. Okay. Da muss ich dir gleich mal was zeigen. Ach, dass du in unser Gebäude rein kannst, ne? Ja, genau, da ist eine Tür und da steht was drauf. Und wenn du da reinguckst, dann fängst du an zu lachen. Ja.
Ja, jetzt haben wir uns mal ein bisschen Teewares hier. Was willst du dir holen? Tee? Teewares. Achso. 1, 2, 3, ja, ich kann 10. Auf das Geld, was kommt? 70, 80, 81, 1000. Ja, aber meinst du, du hättest das hier mit Dünger gemacht? Da wäre ein bisschen mehr drauf gewesen. Ne? Oder auf alle drei Düngerstufen. Wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt auf dem Hof. Ja, du hast doch was drin, ne? Ja. Ich warte jetzt auf dich. Weil ich fahre hier nämlich gerade über die Grasweide. Ja, musst du sowieso gleich darunter fahren. Wolltest du den Kram wegfahren, oder? Ja, dann kannst du irgendwas mit dem Drescher machen. Ja, kann ich den Drescher schon mal wieder parken. Ja. Aber hier bei der Grasbahn fällt gerade rüber. Also über die 26 einfach gerade rüber, da hinten. Mhm. Ja, da kommst du nicht durch. Warum nicht? Da steht der Case mit dem Robber. Ja, komm. Quatsch, komm, Chef. Next bike. Jetzt mal ein bisschen Gummi auf der Straße lassen. Wo ist das überhaupt? Sag doch, über die 26 einmal nur gerade rüber. War ich doch eben gerade schon. Ja, ich war da heute auch schon. €4 gegeben. 4000. Ja, ist aber trotzdem ordentlich was. Jo. Ja, wir haben auch noch 8000 im Lager, ne? Ja, gut, da warten wir aber mal, bis der Preis ein bisschen höher ist. Das hat jetzt gar nichts gemacht. Ja, tschüss, Herr Drescher. Du bist jetzt, glaube ich, da oben, ne? Ich bin beim Hof. Beim Hof bist du? Ich dachte, jo. Den wollten wir oben hinstellen, da bei unserer Mischanlage. Ich habe den Drescher hier ganz gut geparkt. Ja, gut, weil da oben nämlich auch das Schneidwerk steht für den Drescher. Ja, das andere steht hier. Schnapp dir mal das Auto, ich zeig dir das kurz. Mal gucken da. Wo muss ich denn hin? Ja, fahr mir einfach hinterher. Ja, aber nicht, wo du bist. Guck auf der Karte. Oh, nicht in den Graben fahren. Nein! Oh, Mann.
Ich krieg einen Argus. Kann kein Auge fahren. Bist du denn hier? Ja. Wo hast du jetzt genug? Muss ich das wieder suchen, ey. Ne, hier ist es, hier ist es. So, guck mal auf dieses Schild. Ja, Hochspannung, ja. Ja, elektrischer Betriebsraum. Ja. Und jetzt guck mal rein, was da drin ist. Gar nicht. Ja, doch. Ja. Yeah. Da kannst du Knopf drücken, das war's. Dann passiert nichts. Ja, was passiert denn? Ja, nix. Das ist das Problem. Ja, klar. Ja, irgendwas muss da passieren, aber ich weiß nicht, was da passiert. Warte, warte. Wenn du da oben guckst, da steht irgendwas. Rotor an, klick. Passiert aber nichts. So, jetzt ist er an. Warte mal, Input. Irgendwas ist das. Ich weiß echt nicht, aber. Aber ich musste so lachen. Ich habe die Tür aufgemacht und dachte, da war jetzt vielleicht was drin, was Riesiges oder so. Und da ist da bloß so ein Schaltkasten. Bleib mal da in der Halle. Guck mal, was passiert, wenn ich den Knopf drücke. Ja. Nö. Nix. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Also, falls der Modder oder der Mapper hier irgendwie zuguckt, sagt uns mal bitte, was das zu. Was das Ding bewirkt. Also es steht ja oben in der Infoleiste, steht ja was. Also wenn das Ding irgendwas bewirken soll und wir das nicht sehen, dann ja, bitte mal sagen. Ich bin doch nicht blöd. Der sieht mich nicht. Jetzt fahren wir wieder zurück. Ja. Jo, Joschkin. Der Josch hat vielleicht ein Kinn. Ja, jo, Gropalinski. Da bist du schon wieder mit deinem Kockerling da unterwegs. Ja, Kökalinka. Kalinka. Kalinka. Ja. Karlin Kakanak. So, wie geht's dem Mukus? Den Kumus? Das müsste eigentlich funktionieren, außer Sauberkeit.
Sauberkeit 80%. Schafe? 94%. Oh, ja, Schafe habe ich auch erst wieder gemacht. Also sind beide sehr produktiv. Ja, müssen beide mal auf 100% sein, ne? Ja, der eine 99, der andere 100 oder so. Ach, apropos. 8300. Passt. Was denn? Milch. Ja, lohnt sich noch nicht. Ne. Ja. Wo steht denn das? Ach ja, da hinten. Rostelmesh, Krone oder New Holland? Was? Drescher, Häcksler. Häcksler, Du bist Chef. ja. Der Rostelmesh hatte 442 PS, der Krone 580 und der New Holland 824. Ja, so viel PS brauchen wir ja gar nicht. Außerdem wollen wir das ja, wenn, sowieso erstmal mieten. Ah. Oder nehmen wir den Pöttinger Max 5, Max 5. Den kleinen. Ja. Der hat eine Breite von 2,2. Mir scheißegal, hängt mir auch vorne an meinen Träger ran. Ja, da bist du aber ewig dabei. Auto safe. Nee, ich war's. Oh, endlich haben wir eine Karte, wo wir die Milch abholen können. Ja, das ist echt gut. Was sagtest du? 8000 sind da drin, ne? Ja, 8000 ein bisschen. Ja, ich will mal gucken, was das an Geld bringt. Jo. Muss ich nur ein ganzes Stück fahren, ne? Zum Milchverkauf. Ja, ich Nö, glaube, das geht. im Westen, glaube ich, ist es. Holst du das Geschütz vom Händler ab? Ja. So, machen wir mal einen kleinen Spaziergang hier. Spaziergang. Spazi. Ein Spazi. Sparziel. Ja, Spazi-Viergang, ja. Das ist jetzt nicht lustig. Haha. Aber funny. Aha. Windmühle, Windmühle. Ach, nicht ablenken. Fotze, Junge, verrücktes Mongo. Lastkraftwagenfahrer. Das kommt beim Fahrer. Hüt, hüt. Silbe und Twinny kommen jetzt rein. Hast du dir eigentlich mal die Molkerei hier angeguckt? Nee, immer noch nicht. War das ja mal Tiefler. Oh, da kommen wir irgendwann mal hier hin. Spätestens morgen. Ja, bringt nicht viel. Ja gut, ist halt ein fester Preis. Aber trotzdem, wir nehmen bei ein bisschen Geld. Ja.